Ja, Leute, herzlich willkommen zurück. Ich habe den Fehler gefunden, warum das in der letzten Folge so gezuckelt hat, ganz schräg. Ja, das hier mit der Variable Aktivisierungsrate, das unterstützt das nicht so ganz. Beziehungsweise müsste es auch nicht, wenn man das liest, aber ja, ist halt ein D3D8-Spiel, was hier auf D3D9 gewrappt läuft, was besser funktioniert als DGWUWO, zumindest derzeit, als ich das eingerichtet habe. Und ja. Holy shit. Muss halt weg sein. Dieser Grube. Ich sehe einen Weg hier raus. Ich bin am Boden der Grube. Ich suche einen Weg hinauf. Okay. Die Söldner wollen nicht, dass wir abhauen. Dann werde ich mal ein Wörtchen mit ihnen reden. Ja. Das kann ja noch interessant werden. Mal hier mal rum und gucken mal ein wenig. Diese EAX-Effekte hier. Das Gewitter haut einen um hier. Ja, schauen wir mal, ob es hier weitergeht oder ob ich da vorne hoch muss. Nachricht vom Boss, Bahnänderung. Wir hauen hier ab. Die Situation wird anders gelöst. Ihre Sachen. Gegner haben wir hier jedenfalls. Da ist wohl noch der Weg nach oben. Ja, nun. Ich guck trotzdem mal, wenn ich da auch gehe, was da vielleicht noch ist. Painkiller sieht ja jetzt wieder gut aus. Na, hier liegt auf jeden Fall Munition rum. Ist ja auch nicht verkehrt. Na gut. Ah! Ja, das war natürlich jetzt blöd. Na gut, dass ich ja hier gespeichert habe. Also nochmal hinlaufen. Sowas. Ja, kann passieren, ne? Stürzt man halt mal ab. So, nochmal müssen wir das nicht haben. Das wäre schön blöd. Hier ist ein Lift. Ich fahre nach oben. Okay, ich sehe den Lift. Ich bin gleich da. Die Cleaner sind weg. Alles klar. Das Abfeuern einer Waffe ist eine binäre Entscheidung. Abdrücken oder nicht. Okay. Stopp! Warten Sie! Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig! Zurück, Payne! Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente, weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter. Neugeboren. Nein, Mona! Winterson!
Schlüssel! Hier entlang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben, halt! Oh! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick, wie bei einer Sucht. Erwachen aus dem amerikanischen Traum. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was. Er steht unter Schock, zwei große Zugänge intravenös. Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Okay, strange. Max. 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 Oh, wachen wir schon wieder im Krankenhaus auf. Oh, nee, ne? Das nimmt doch ja wieder böse Enden. Wobei man bei diesen Szenen ja sagen muss, sie sind im zweiten Teil tatsächlich angenehmer wie im ersten, ne? Ich mag's trotzdem ganz und gar nicht. Das hat mir ein bisschen was zu viel Horrormäßiges. Und ich habe hier die entsprechende Zeit auch gerade. Pink Bird Mental Institute. Max. Super. Boah, nee. Verdammt, denk. Denk, denk. Halt. Halt. Ich komme dahinter. Ich kann alles erklären. Geil, siehst du dich selber. Ich mach's wieder gut. Denk, ich hab sie getötet. Meine Frau. Mein Baby. Sie erschossen. Hab sie unter den Rosenbusch am Hinterhof begraben. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich werde ihn kriegen. Entschuldige. Es tut mir so leid. Ich werde ihn fassen. Das war nicht die Story. Lass ihn dafür zahlen. Werd ihn bestrafen. Er wird sich wünschen, niemals geboren worden zu sein. Ich bring ihn um. Lustig. Für einen Moment hatte ich vergessen, wer ich war. War verändert. Ich sah anders aus. Dachte, ich wäre der Killer. Ein Gangster. Dachte ich, ich wäre ein Cop. Dachte, ich wäre ein Patient. Ich dachte, ich... Wer bin ich? Wer bin ich? Wer? Dachte, ich wäre verliebt. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, nee, ist klar. Mona! Ja, gib's mir! Ja! Ja! Oh. Oh no. Wie ich sowas hasse. Wieder schon gesagt? Das war wie bekannt vor, ne? Es ist nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. Ganz ruhig. Zurück, Payne. Nein.
Nein, Mona! Winterson! Schiffe! Hier lang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben! Ja, der Effekt ist gut auf der Firma mit EAX. Officer getroffen! Das gefällt. Zum Glück ist das hier anscheinend easy, man muss ja nur durchlaufen, ne? Payne! Payne! Sie müssen Payne den Fall lösen! Wir wurden verraten! Gefallen! Das geht ja in beide Richtungen, okay. Bleiben Sie Ihrem Abzeichen treu! Finden Sie heraus, wer es war! Ich hätte doch ganz zu Anfang da bei diesem Fahrstuhl einen Kopfschuss bekommen, oder nicht? Meine ich. Die Cleaner, Annie Finn, Senator Gate, Mr. Corcoran, sie waren nur das Grundrauschen, das den Fall umgab. Es ging nur um Wintersons Tod, der Preis der Leidenschaft, mein Werben um Monosex, mein Fall, mein Verbrechen. Es ging nicht darum, den Killer zu finden. Ich war es. Es ging nur darum, einen Sündenbock zu finden, dem man alles anhängen konnte. Ja, also war bei der Polizei. Max, sie ist eine Mörderin. Max, sie ist hinter uns her. Sie ist eine von ihnen. Max, es ist ihre Pflicht als Detective. Pflicht? Ist das alles, was sie können? Zu spät, Max. Sie steht zurück, Mordes unter Arrest. Max, bleib zurück. Ich tue dich für dich. Apparat. Eine Kugel in den Kopf. Ich tue das für dich, Max. Sie stehen wegen Mordes unter Arrest. Ich tue das für dich, Max. Eine Kugel in den Kopf. Ich kann die Qual beenden. Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort, die Augen geschlossen, Angst dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten? Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass sich das Feuer nicht ausbreitet? Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position! Wir sind bereit! Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach 100 Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute, macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Zu zäh, um zu sterben. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Kopfkiller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann, wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Gib auf! Du kannst nicht entkommen! Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. Verschobene Kapitel, kann Fella? Das sein? Mensch, hier!
Das war ich. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Nein, er war da. Er hat versucht zu entkommen. Ja, aber ein paar Gasflaschen getroffen. Ich brauch eine Wumme, ne? Wir gleichen Chaos. Da sitzt er in der Falle. Okay, beeilt euch. Over und Ende. Ah! Jetzt ist es soweit, Payne. Muss man sein. Da drin waren sie sicher. Jetzt bist du dran. Holy shit, wie soll man das machen jetzt wieder hier? Du kommst nicht weit. Der Bock da in der Ecke, das ist natürlich praktisch. Ja, bleib mal schön da stehen. Kann ich mich hier nochmal in Ruhe angucken. Ich hab halt einfach echt gar nichts. Das ist blöd. Sie hat ja keine Waffe, ne? Mal gucken, ich laufe einfach erstmal weiter. Das wird mir nicht gefallen, wie das hier gerade weitergeht. So ganz und gar nicht. Auf jeden Fall eine Waffe finden, so viel steht mal fest. Sie haben getan, was sie konnten. Und hätte ihn. Was soll ich? Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Ah! Jetzt ist es soweit, Payne. Sie blöd, muss man sein. Oh, da drin waren sie sicher. Dämlicher Penner. Jetzt bist du dran! Renn ruhig weg! Du kommst nicht rein! Klar, mach ich doch schon rum. Sie haben getan, was sie konnten, Mel. Niemand hätte ihn retten können. Mr. Payne, Mitchum, er ist hier. Was soll das? Hier geht dann noch mehr die Post ab, bestimmt, oder? Hoffen gibt's jedenfalls keine. Oh, shit. Es gibt Painkiller, das ist auch schon mal. Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und pass auf, dass er nicht vorbeikommt. Mach ihn fertig. Klingt nach einem Plan. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte sein. Ha. Ja, und gestorben dabei. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Okay, also irgend so ein Sicherheitstyp. Jetzt ist Verstehe. Es so weit. Hey. Wie blöd muss man sein? Da drin waren sie sicher, dämlicher Penner. Jetzt bist du dran. Oh Mann. Ich habe ihn verloren. Sie haben getan, Mr. Payne. Sie Mitchum, er ist hier. Ja. Lass mich in Ruhe. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Nein, er war da. Er hat versucht zu entkommen.
Ja gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Im gleichen Chaos, da sitzt er in der Falle.